zwar sprechen wir über Maori-Proteste im neuseeländischen Parlament und da schauen wir mal zuerst hier in den Beitrag einmal rein. Protest im Parlament von Neuseeland am Donnerstag. Mit einem traditionellen Hakka-Tanz unterbrachen Maori-Abgeordnete die Abstimmung über einen umstrittenen Gesetzesentwurf, mit dem ein 184 Jahre alter Vertrag zwischen der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien und den indigenen Maori neu interpretiert werden soll. Der Vertrag wurde erstmals 1840 zwischen der britischen Krone und mehr als 500 Maori-Häuptlingen unterzeichnet und legt fest, wie die beiden Parteien regieren wollen. Die Auslegung der Klauseln des Dokuments ist auch heute noch maßgeblich für die Gesetzgebung und die Politik in Neuseeland. Viele Maori und ihre Unterstützer sehen in dem umstrittenen Gesetz die Rechte der indigenen Bevölkerung des Landes untergraben, die etwa 20% der 5,3 Millionen Einwohner ausmacht. Am Freitag versammelten sich gut 10.000 Demonstranten, um in einem mehrere Tage dauernden Protestmarsch in die Hauptstadt Wellington zu ziehen. Der Gesetzesentwurf wurde am Donnerstag zunächst in erster Lesung verabschiedet und wird nun an einen Sonderausschuss weitergeleitet. The House is suspended until the ringing of the bells. Der Gesetzesentwurf... Scheiß Einblendung hier, weg. So. Ich muss erstmal sagen, ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan von dem Hakka-Tanz. Yes, ich habe mir das so oft jetzt angeguckt auch. Im Parlament ist so cool gewesen. Ich glaube, ich hatte dir ja auch kurz vor dieses Video von der neuseeländischen Armee. Ja, habe ich auch mit drin, ne? Tatsächlich. Ja, das ist super, das müssen wir sagen. Das ist wirklich, hatte ich Marian geschickt, das ist eins meiner Lieblingsvideos zum Hakka-Tanz. Wollen wir nochmal kurz reingucken? Ja. Ja, für alle Leute, die das später auf Spotify oder so nur mit Ton hören, war das bestimmt interessante Erfahrung. Ja. Ich liebe einfach diesen Moment, an dem zu diesem neuen General rübergeschnitten wird und mit dieser wackeligen Kamera. Und das sieht halt wirklich irgendwie, wie, ich dachte halt erst wirklich, dass das so rausgeschnitten, dass das so aus, also dass das jetzt nicht irgendwie wirklich von der, original von der Armee ist, sondern eher irgendwie so ein Skit oder so, dass so gezeigt wird, wie jetzt der neue, also so wie der neue General da drauf reagiert. Ja, es ist wirklich interessant. Ich finde, man kann daran erstmal einige Sachen sehen oder sagen. Was ich halt echt cool finde, ist, dass das auch von der Mimik und so wirklich sehr einzigartig ist, dieses, dieser kulturelle Ausdruck mit dem Kampf. Und es ist auch spannend, weil erstmal ist es natürlich, hat es einen gewissen Humor, weil das einfach skurril ist, Leute zu sehen, die eben in so einer offiziellen Position sind mit, sagen wir mal, einer kulturellen Tradition, die irgendwie zu Mimik und Gestik anleitet, die man sonst bei den Leuten nicht akzeptieren würde. Ja. Und es gibt auch echt sehr tolle Videos, wo dann irgendwie es so offizielle Staatsbesuche gibt und die sehr überrascht sind davon, wenn dann für sie so ein Hakka-Tanz aufgeführt wird. Das andere ist, was man ja auch da sieht, und das ist auch, als ich mal mit Neuseeländern darüber gesprochen habe, es ist ja wirklich in der gesamten neuseeländischen Kultur sehr anerkannt, diesen Hakka-Tanz zu lernen, auch für eben Nicht-Indigene. Das ist beispielsweise in der Schulkultur rund um den Schulsport sehr stark verankert. Und das verleitet einen dann auch sehr schnell dazu, Neuseeland eben als so ein
Also das Land als die Siedlerkolonie zu sehen, die am ehesten sich ihren indigenen Wurzeln geöffnet hat. Und tatsächlich ist es auch so, und da kommen wir nämlich auf den eigentlichen politischen Gehalt jetzt zurück, dass es in Neuseeland diese Erzählung gibt, dass eben Neuseeland so eine sehr friedliche Siedlerkolonie war in ihrer Entstehung. Mhm. Und dass es sehr wenig Konflikt gab und dass die Maori bereitwillig eigentlich ihre Souveränität aufgegeben haben. Gerade eben mit diesem Treaty of Waitangi, was jetzt eben hier auch verhandelt wird von 1840. Und es ist nämlich so, was jetzt nicht in dem Beitrag erklärt wird, warum es eben so einen großen Unmut der Maori darüber gibt. Mhm. Erstens ist es so, dass dieses Treaty natürlich in einem Machtungleichgewicht geschlossen wurde, eben von einem kolonisierenden Großbritannien und von den indigenen Maori, die natürlich in einer materiell einfach komplett unterlegenen Position waren. Und das andere ist so, dass man da auch wieder diese klassischen Merkmale eben von kolonialer Bündnisschließung, Vertragsschließung und so finden kann. Es war nämlich so, dass das englische Vertragsdokument und das auf der Maori-Sprache ganz anderen Inhalt hatte. Und wo man dann gesagt hat, ja, da kann man jetzt eben von der Übersetzung, das sind jetzt die Wörter, die wir dafür wählen würden. Und es ist dann eben wieder so, dass Wörter beispielsweise gewählt wurden, wo es auf der einen Seite im Englischen dann sehr klar für uns jetzt, Englisch sprechen können, ist, dass da gesagt wurde, es wird die komplette Souveränität abgegeben und Großbritannien wird die Herrschaft über die gesamten Länder von dem, was dann eben später Neuseeland geworden ist, übertragen, zu eben einem Konzept beispielsweise von wir geben einfach nur die Nutzung des Landes frei oder wir erkennen eben eine Oberherrschaft an, aber haben weiterhin unsere Souveränität oder ihr könnt die Länder für bestimmte Sachen mitnutzen. Jetzt in der Maori-Sprache dann. Genau. Mhm. Und das ist halt das Perfide daran, weswegen es bis heute eben großen Unmut darüber gibt. Mhm. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass eben zu diesem Treaty of Waitangi eben ein neues Gesetz von einer Mitte-Rechts-Regierung erlassen werden sollte, wo eben gesagt wurde, dass diese eigentlich schon in diesem, wo man jetzt generell sehr kritisch gegenüber diesem Dokument sein sollte, dass das den Maori Sonderrechte zusprechen wird. Mhm. Nämlich in dem, dass es eine Parallelregierung in Maori-Gebieten gibt. Weil ich bin jetzt nicht bewandert, wie jetzt hundertprozentig die Rechtsgrundlage von eben diesen Parallelregierungen dann ist und was jetzt genau da dann darauf zugeschnitten ist. Das ist ja in, egal ob Neuseeland, Australien, USA, Kanada, das ist ja in all diesen Ländern mit einer indigenen Bevölkerung anders. Deswegen, das weiß ich jetzt nicht zu 100%. Aber es ist so, dass eben bestimmte Rechte der eigenen Souveränität dann noch zugesprochen sind. Und diese Mitte-Rechts-Regierung hat halt argumentiert, dass das eben eine Gesetzgebung wäre, die Maori bevorzugen wird, privilegieren wird gegenüber der nicht-indigenen Bevölkerung. Und deswegen wollte man eben diese Zusätze zu diesem Treaty raushauen, die eben dann sagen, im Endeffekt, es gibt keine, Souveränität der Maori mehr und alle neuseeländischen Bürger werden eben gleichermaßen von der neuseeländischen Regierung regiert. So, das war im Endeffekt so in etwa das, was dann da durchgesetzt werden sollte. Und das hat natürlich zu unfassbar viel Unmut geführt. Weil erstens ist das natürlich ein sehr falsches Bild, was da aufgemacht wird. Was man immer mal wieder von Leuten hört, was ich beispielsweise auch in Kanada von Leuten gehört habe, wenn man mit denen über die First Nations spricht, dass dann eben so das Bild aufgemacht wird, das sind diese sehr, sehr gut alimentierten, diese sehr gut alimentierte indigene Bevölkerung, die noch ihre eigenen Sachen da auf ihren Reservaten machen und im Endeffekt in Saus und Braus abseits von der Regierung leben. Weiß man ja. Ja, und das ist halt voll der Unfug. Das sorgt natürlich da auch für sehr viel Unmut, weil es immer noch so ist, dass die Maori zu einem viel größeren Anteil im Knast stecken, dass sie tendenziell deutlich ärmer sind als die nicht indigene Bevölkerung, dass es viel höhere Raten an Gewalt gibt, dass es viel mehr Polizeigewalt gegen sie gibt und dass sie immer noch in dem Status eben von indigenen Personen in einer siedlerkolonialen Gesellschaft sind. Ja. Und deswegen gab es dann eben auch so einen großen Aufschrei dagegen und dann eben auch so eine große Protestwelle
sowohl im Parlament als auch außerhalb. Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, finde ich, diese Mobilisierung. Also wenn man es jetzt gerade gesehen hat, 10.000 Menschen sind für Neuseeland, so nehme ich mal an, eine sehr, sehr große Zahl an Menschen für eine Demonstration. Und auch dann gleichzeitig diese Proteste im Parlament. Man merkt ja auch, wie die Reaktion da drauf ist. Also wenn jetzt innerhalb eines deutschen Parlaments irgendeine Protestaktion oder sonst wie im europäischen Parlament so eine Protestaktion, die jetzt nur, sag ich mal so, ein Fünftel von dem macht, was dort ja passiert ist in dem Parlament, dann würden, was weiß ich, was da passiert, da würde es Ordnungsrufe geben, die würden halt ausgeschlossen werden aus der Sitzung. Je nachdem würde es vielleicht sogar irgendwie der Einsatz von Security-Dienst oder was auch immer da passieren, weil eine riesige gesellschaftliche Diskussion. Und da ist es halt einfach, du merkst so, die wissen genau, okay, wir können jetzt halt nichts machen, das müssen wir jetzt auch erdulden, dass das jetzt gerade passiert, weil sonst wird es halt noch schlimmer und geben wir dem Ganzen eben noch mehr Auftrieb. Und das zeigt ja schon, dass es eben dem Maori da gelungen ist, auch, also sowohl im und außerhalb des Parlaments eine gesellschaftliche Gegenmacht zu haben, die ihnen ermöglicht, dann auch entsprechend zumindest gegen sowas ernster vorgehen zu können. Ja, absolut. Das muss man auch vielleicht kurz dazu sagen, das ist auch was, was erst historisch gewachsen ist, was wie in so vielen Fällen von sozialen Bewegungen auch damit zu tun hat, dass die Maori eben aufgrund des Elends dann einfach in den ländlichen Gebieten, weil immer mehr eben Land sie verloren haben, sukzessiv dann in die Städte gezogen sind und in den Städten dann natürlich erstmal die Möglichkeit war, so einen öffentlichkeitswirksamen Protest überhaupt zu erzeugen, weil sie dann in konzentrierter Form eben in Stadtvierteln gelebt haben, nah an den Zentren der politischen und der ökonomischen Macht waren und da dann auch tendenziell natürlich mehr Bildungsmöglichkeiten und so hatten. Und so ist das natürlich dann auch erst überhaupt gewachsen. Und vielleicht auch noch, was man noch dazu ergänzen kann, ist, dass es jetzt nicht so ist, dass es wirklich aktiv einfach nur um den Erhalt dieses Treaties geht, sondern es gibt auch die Jahre vorher schon einen ziemlich großen Diskurs darum, dass man eben möchte, dass die Maori-Version, so wie sie das unterzeichnet haben, weil die meisten Maori, das war ja jetzt nicht so, dass alle Verbände der Maoris die Maori-Version unterzeichnet haben. Es gab auch welche, die das auf Englisch unterzeichnet haben. Aber trotzdem gibt es jetzt eben den Push, weil die meisten das auf Maori unterzeichnet haben, dass man eben auch möchte, dass die Maori-Version im Endeffekt, so wie man es jetzt auch übersetzen wird, dann durchgesetzt wird. Ja. Gab es beispielsweise dann auch so Aktionen, dass ein Museum eingebrochen wurde, war das, glaube ich, ein Museum oder so ein politisches Gebäude und der Schaukasten zerhauen, wo dann die englische Version drin war und die dann zerrissen und solche Geschichten. Das ist schon, gibt's einen sehr großen Diskurs, weil es eben das Gründungsdokument von Neuseeland im Endeffekt ist. So. Also da geht's super integral in der Geschichte und der eigenen Identität dieses Landes. Ja, also da geht's dann auch grundsätzlich gerade in dieser Situation darum, was für eine Staatsidentität hat dieses Land und welche Rolle spielen eben die Maori genau da drin. Absolut. Und deswegen ist es so ein essentieller Kampf und ja, von unserer Seite sei dem Maori auf jeden Fall alles Gute gewünscht. Ja. Ne? Glück auf. Mehr Hackertänze in dem Parlament. Ja, ich finde das ja nicht generell eine schöne Sache. Also das kann man jetzt, man kann eigentlich, könnte man einmal die Woche machen, so ein Hackertanz in jedem Parlament, ein bisschen Sand ins Getriebe. Dann noch Schlägereien wie in der Türkei. Ja. Dann gucke ich mir auch häufiger Bundestagssitzungen an.